Guten Morgen, Leute. Neuer Tag. Ja, ein Hut wäre hier auf jeden Fall nicht verkehrt. Wir haben uns auch nicht eingecremt. Nee. Das wäre nicht so schlau. Alles falsch. Ja. Und schau mal hier, Baby. Krispy Kreme. Kann man sehen? Ja, er verfolgt uns. Glaube ich, mehr oder weniger alles sehr touristisch hier. Aber sieht mega sauber und mega stylisch aus alles. Und hier immer wieder an diesem JBR Walk ein Ferrari und ein Lambo. Krasse Autos sind hier immer am Start. Stehen die da alle an ja. für? Oh shit. Lass mal anstoßen hier. Auf unseren Tag. Ja. Jetzt geht's aber ab hier. Ex-Benedict für mich, Ex-Benedict for her und eine große Früchteplatte. Sieht ja mal mega lecker aus, oder? Ja. Es sieht nicht nur Hammer aus, Leute. Schmeckt auch richtig gut, vor allem diese Pommes. Das sind die besten Pommes, glaube ich, die ich je in meinem Leben hatte. War sehr lecker und die Bedienung war sehr freundlich. Ja, kann man echt mal machen. Machen wir vielleicht morgen nochmal. Oder übermorgen. Einmal werden wir auch wahrscheinlich im Hotel frühstücken. Und da hinten, Leute, da hinten ist der Public Beach. Deswegen ist das hier so bekannt, hat man uns gesagt. Sonst kann man hier eigentlich nicht viel machen, außer essen gehen und ja, shoppen. Und wie gesagt, hier an den kleinen Beach, da gehe ich so mal ein bisschen ran. Vielleicht sieht man dann mehr. Krasser Hut am Start, Schatzi. Chinos. Ist nur gar nicht teuer. Nee, gar nicht. Das wird wahrscheinlich mein Kind tragen. Elegant wie ein Diamant, Baby. Schön, schön. Erstmal darauf laufen lernen. Ja, erstmal drauf laufen lernen. Wir gehen jetzt ins Burj Khalifa oder in den Burj Khalifa und dort werden wir was Leckeres essen in einem indischen Restaurant namens Amal. Übrigens waren wir eben gerade in einer Massage bzw. im Spa vom Four Seasons. Wie fandest du es von 1 bis 10? Quick. 10. 10, ehrlich? Mhm. Krass. Also mich hat der Typ umgebracht. Ich habe so Muskelkater jetzt. Ich habe auch angekreuzt, dass ich es doll mag. Aber der Spa-Raum ist cool hier. Also die haben mega geile Sachen, Regendusche und so. Das Einzige, was nicht so cool ist, es gibt halt das Ganze nur getrennt, ne? Männer und Frauen. Das ist halt Dubai, ne? Dubai halt. Morgen geht's auch in die Wüste. Wir haben jetzt beim Concierge wieder was bestellt. Ich habe, glaube ich, in den letzten 5 Tagen ihn 5-mal wegen irgendwas angesprochen. Aber das ist ein super Mann, also ganz ehrlich, mega hilfreich und ja, super wunderbar. Freunde, da oben müssen wir gleich hin. Alles hier Hightech gesichert anscheinend. Darf man einfach nicht so rein. Muss man sich erstmal ausweisen hier. Schaut mal, Freunde. Da ganz oben. Ich glaube 800 Meter oder so. Das Ganze hoch. Kommt auf der Cam gar nicht so rüber, ne? Aber das ist schon verdammt hoch. Das ist mega hoch. Lass mal reingehen, oder? Ja. Auch das Hotel, mega schick. Und die Dame natürlich auch. Baby, du bist mega schick. Einfach mal Fernseher im Aufzug. Läuft bei denen? Auf dich. Und? Auf uns. Das sieht so unglaublich aus. Ich glaube, auf der Cam kommt das gar nicht so rüber. Aber ich weiß es nicht. Ich sehe es ja auch erst später. Und da vorne, da geht immer die Party ab. Da gibt es die Fontänen. Das ist ähnlich wie in Vegas, aber viel krasser. Wir haben es eben gesehen. Ich versuche es mal gleich zu filmen. So, kleiner Pre-Starter vor dem richtigen Starter. Und zwar, keine Ahnung, was das ist. Irgendwas mit Karotte, sieht aber lecker aus. Ein paar Brote und eine Lena. Die gibt es aber nicht zu essen. Hier haben wir Lamm, ich glaube Garnele, irgendeine Tasche, Chicken und ein Salad. Das ein ist Baby? Lamm. Ja, das ist Lamm, das ist auch Lamm. Alright, so Hauptgang ist da, oder soll ich besser sagen Hauptgänge. Und hier geht wieder die Post ab, Leute, hier geht wieder echt die Post ab. Hier haben wir Garlic Festen. Bread, wir haben hier Butterbread, wir haben hier verschiedene Sachen, Lamm, Chicken, Fisch. Lente. Das sind genau Linsen, das haben wir am Start. Fisch, das ist Chicken. Ja, und das ist Reis gekocht. Genau, das ist auf jeden Fall viel, Leute. Und Lena weiß irgendwie besser Bescheid. Woran liegt das? Arbeitest du hier zufällig? Nur in Dubai glitzert das Meer. Beziehungsweise der Fluss. Sagen Sie dazu? Mega schön. Mega schön. Und jetzt kommt auch noch das Dessert, Mann. Das ist irgendwie so ein Peanut Butter. Es hieß irgendwie auf der Karte Snickers. Das ist, glaube ich, ein Cheesecake, ein New York Cheesecake. Ein paar Melonen, okay. Das ist jetzt nicht so überragend. Vielleicht schmecken die ja lecker. Sind, glaube ich, anmariniert oder so. Anmariniert, ah, okay. Und das ist irgendwas Indisches. Eis. Eis, indisches Eis. Ja. Okay, Baby, let's go. Jetzt nochmal durchziehen hier. Fertig mit dem Essen und Leute, schaut mal, da hinten. Da ist der Burj Khalifa. Ich zeige ihn euch nochmal. Total crazy. Da ganz oben, wenn man da irgendwie wohnt oder chillt, dann liegt einem Dubai zu Füßen. Wie war das Restaurant? Hammer. Hammer, oder? Ja. Es
war sehr, sehr lecker, das muss man ganz ehrlich sagen. Die Aussicht war auch überragend und was soll man noch sagen? Service top. Ja, das Essen alles war echt top. Super. Also ich habe noch nie so gut indisch gegessen. Noch nie. Was würdest du dem geben? Für indisch? 9 von 10. Echt? Für indisch 9 von 10? Ah, für indisch 10 von 10. Ja, aber so, auch. Ja. Ich glaube, indisch kannst du nicht besser machen. Das ist schon Perfektion. Jetzt mal ein bisschen von Nahem. Sieht echt mega mäßig aus. Auf der Kamera kommt das, wie gesagt, nicht so krass rüber. Ihr müsst selber hier hinkommen und euch das mal selber reinziehen. Hola, Chica. Ich habe die Schmerzgrenze bei meinen Schuhen überwunden. Ja? Ja. Wer schön sein will, muss. Leiden wahrscheinlich, ne? Hey Leute, kurzes Trainings-Voiceover, damit ich dir ein bisschen Wissen vermitteln kann, damit du das Beste aus deinem eigenen Körper rausholen kannst. Let's go! Eine Frage, die ich ziemlich häufig bekomme, besonders in den Ferien. Sepp, was soll ich tun? Ich fliege in den Urlaub, zum Beispiel auf die Malediven oder sonst wo, und dort ist eben kein gutes Gym, beziehungsweise mein Hotelgym ist echt nicht so optimal. Was soll ich machen? Und die Antwort liegt natürlich auf der Hand, mach das, was geht. Viele Leute denken dann, hey, ich kann meinen Trainingsplan jetzt nicht zu 100% irgendwie einhalten und deswegen skippe ich. Das würde ich dir nicht wirklich empfehlen. Also wenn du so wenig wie möglich trainieren willst im Urlaub, dann kannst du natürlich sowas wie ein Deload oder sonstiges einbauen. Das heißt ganz konkret, wenn du jetzt alle 6 Wochen ein Deload machst, dann sorg dafür, dass deine Urlaubswoche diese besagte 6. Woche ist oder die 7. Woche. Und dann kannst du wirklich mit sehr wenig Training, mit sehr wenig Zeit im Gym immer noch das Beste rausholen. Natürlich kann man auch einfach im Urlaub nicht trainieren. Man muss natürlich nicht trainieren, ganz klar. Es ist jedem selbst überlassen. Prioritäten sind natürlich immer verschieden. Aber ich spreche von Leuten, die eben beides bestmöglich vereinen wollen und denen Training vielleicht sogar Spaß macht. Die aber dann sagen, hey, im Urlaub muss ich jetzt nicht wirklich 2 Stunden im Gym sein. Verstehe ich, ist bei mir genauso. Deswegen plane ich oftmals einen Deload im Urlaub. Jetzt in Dubai war das jetzt nicht so und deswegen wollte ich trotzdem irgendwie mein Training reinbekommen. Aber was macht man jetzt, wenn man ja nicht das passende Equipment hat? Also in dem Gym zum Beispiel hatte ich keine Möglichkeit, die Kniebeuge auszuführen, keine Möglichkeit, die Frontbeuge auszuführen. Deswegen habe ich mir einfach Übungen herausgesucht, die die gleichen Muskeln beanspruchen, beziehungsweise mit den gleichen Funktionen. Also wir haben hier immer eine Kniestreckung am Anfang meines Trainings und deswegen habe ich jetzt die Beinpresse gemacht und danach sowas wie Ausfallschritte, also jedes Mal Knee Extension, jedes Mal Quadrizeps Aktivierung, jedes Mal ein bisschen Gluteus drin, also im Prinzip von der Struktur her der gleiche Trainingsplan, aber 2 Übungen wurden ausgewechselt. Übrigens habe ich Ausfallschritte ungefähr noch nie in meinem ganzen Leben gemacht, also schon, aber es ist schon so lange her, deswegen zähle ich es einfach gar nicht. Und ich war stärker mit der Koordination beschäftigt als mit sonst was. Und genau das soll dir auch zeigen, wenn du ständig Übungen austauschst, dann hast du erstmal eine Lernphase. Das heißt, erstmal passt du dich über die Koordination an und der Muskel, der wird gar nicht wirklich, ja, richtig gereizt und du wirst nicht die gleichen Ergebnisse erzielen. Das heißt, mach keine Übungshopping, sondern such dir deine 10 Übungen meinetwegen aus und werde da drin richtig gut, werde da drin richtig stark. Wenn du ständig Übungen wechselst, dann hast du, wie gesagt, immer diese Lernphase, wo dein Muskel unterfordert ist, aber dein Nervensystem bzw. dein Kopf, deine ganze Koordination leicht überfordert. Und wir wollen in erster Linie den Muskel halt wirklich, ja, ausreizen bzw. ihn zum Wachsen zwingen. Und das wird er eben nicht, wenn er unter seinem Niveau spielt, weil du einfach nicht mit der Koordination klarkommst. Also, wie gesagt, die Beuge und die Frontbeuge wurde ausgetauscht durch die Beinpresse und Split Squats. Split Squats sage ich schon, Ausfallschritte. Und ja, das rumänische Kreuzheben konnte man dort ausführen, denn man hatte 50er Kurzhantel, was ziemlich cool ist für so ein, ja, Hotelgym. Das muss man echt sagen, da hatten wir schon Glück. Wir haben auch ein Oberkörpertraining dort abgefilmt, beziehungsweise ein Oberkörpertraining dort absolviert. Und das ging mega gut, also wer in Dubai ein gutes Hotelgym sucht, der kann gerne mal beim Four Seasons vorbeischauen. Alright, das war's mit dem Voiceover. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn du Fragen hast, wie immer in die Comments. Ich wünsche dir noch viel Spaß beim weiteren Vlog und einen wunderschönen Tag. Alright Leute, fertig mit dem Training. Unterkörper konnte man da jetzt nicht so optimal trainieren, aber für den Oberkörper ist es echt ein sehr, sehr gutes Hotelgym. Und auch für den Unterkörper, außer ein Squat Rack, hatte man eigentlich alles, was man so benötigt. Wir zwei gehen jetzt in die Dubai Mall. Schatzi? Ja? Bist du ready?
Sehr gut, Lena ist auch ready. Wir gehen jetzt was Schönes essen, genießen noch die letzten Tage. Morgen geht's in die Wüste, Leute. Und dort werde ich natürlich auch wieder die Kamera mitnehmen. Oh, was haben wir denn da? Schokolade. Auch Frau Sie in seinen Nacken. Mhm. Elegant wie ein Diamant. Ja, wir müssen ja hier überall elegant hinkommen. Yes. Sonst kommen wir nicht rein. So schaut's aus. Wir gehen jetzt zu einer richtig hammerharten Sushi-Bar. Hoffentlich kann ich es einfangen. Hast du Hunger, Schatzi? Ja. Nicht so wirklich, ne? Ey, wir essen hier so viel. Es ist immer was im Magen. Und dann hat man eben nicht so viel Hunger wie sonst. Bis 10 Uhr und bis das Essen kommt, vielleicht dann. Ja, ich denke schon. In Dubai sieht irgendwie alles so krass aus. Sieht mega aus, oder? Ja. Der Eingang. Na, sehr gut. Habe ich gut ausgesucht? Ja, hast du gut ausgesucht. Hat Lena ausgesucht. Sehr gut gemacht, Lena. High five.